Den Beitrag vom traditionellen Kinderfest der Grundschule Seida präsentiert Ihnen das Autohaus Seida. Am 29. Mai fand ein großes Kinderfest der Grundschule Seida unter dem Motto »Im Land der Indianer« am altsächsischen Gasthof Kleines Vorwerk in Seida statt. Eingeladen hatten das Team des Kleinen Vorwerks, die Grundschule Max Rennau und ihr Förderverein, die Elterninitiative Bahnhofsspatzen. Also uns gibt es fast 10 Jahre. Und wir haben uns als Ziel gestellt, die Grundschule in Seida zu unterstützen, bei all ihren Unternehmen. Vor allem nachmittags bei der Gestaltung der Ganztagsschule, im Freizeitbereich. Wir haben einen Elternstammtisch. Wir haben dieses Kinderfest, was Sie hier sehen, im Hintergrund organisiert. Und das ist so der Höhepunkt des Jahres. Und zu Weihnachten sind wir ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. So ein Fest bedarf einiger Organisation. Wir fangen zeitig im Frühjahr an. Vor allen Dingen erstmal das Thema festzulegen und dann auch die Hauptattraktionen festzulegen. Und danach baut sich dann alles ringsherum auf. Also im Januar ist Start für das Fest zum Kindertag. Der Förderverein macht aber nicht nur Feste. Er kümmert sich auch um die Freizeitaktivitäten in der Schule. Als besonderen Aufhänger haben wir an unserer Schule montags, unseren sportlichen Montag, sodass da die Kinder zusätzlich 2 Stunden sich sportlich betätigen können. Das wird größtenteils durch die Ganztagsschule und den Verein organisiert. Je nach Interesse, was die Kinder gerne machen möchten. Wir haben leistungsorientierten Sport oder auch Freizeitsport, Tanzen. Das ist der Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bieten wir auf allen Freizeitbereichen auch Arbeitsgemeinschaften an, an denen sich die Kinder beteiligen können. Für all diese Projekte bedarf es finanzieller Mittel. Nun ja, also wir sind schon froh, dass uns die Gewerbetreibenden unterstützen, wobei wir natürlich auch eine kleine Gemeinde sind und keine riesen Industrie hier haben, aber wir freuen uns über jede Mark, die wir erhalten. Die Freude über das Kinderfest war natürlich bei den Hauptakteuren, sprich den Kindern, riesengroß. Konnten sie sich doch im Land der Indianer so richtig austoben. In einem echten Indianerzelt konnten typische Gegenstände der amerikanischen Ureinwohner erraten werden. Sogar der Gesang der Indianer war zu hören. Natürlich wurden die Kinder auch zum Mitmachen und Mitsingen animiert. Dabei durfte ein Schlachtruf natürlich nicht fehlen. Basteln nach Indianerart war besonders gefragt. Wie man sich selbst verteidigen kann, wurde ebenfalls vorgeführt. Und Knüppelkuchen röstete über dem Lagerfeuer. Nur Gewinner gab es am Glücksrad. Das Team des Kleinen Fuhrwerks hatte sich wieder große Mühe gegeben. Also das Kinderfest in diesem Jahr machen wir zum wiederholten Mal gemeinsam mit dem Grundschulförderverein der Stadt Seida. Und es ist eine tolle Veranstaltung anlässlich des Kindertages geworden. Hat sich inzwischen weit über die Grenzen von Seida herumgesprochen. Auch unsere umliegenden Gemeinden kommen gern, Familien mit ihren Kindern. Und das Vorwerk hat sich ja ohnehin in den letzten 12 Jahren zu einem schönen Ort für Familien, für Feiern, insbesondere auch für Kinderveranstaltungen entwickelt. So richten wir jedes Jahr Ende Juni eine Familienfahrt für den Förderkreis krebskranker Kinder Dresden aus. Sie sehen selbst, was man hier machen kann. Vom Bogenschießen angefangen, Überreiten, Kutschfahren, Lagerfeuer natürlich oder unsere Blockhütte ganz urig, wo man also drin basteln kann oder auch übernachten kann. Und natürlich auch für die Eltern ist immer was dabei. Sauna, unser Haus im 4-Sterne-Bereich. Ja, und was insbesondere sehr schön ist, hier ist diese intakte Natur. Wir leben also inmitten von Biotopen, sodass sich eigentlich jeder, egal ob er kurz oder länger bleibt, sehr wohlfühlen kann. So hinterließ das Kinderfest der Grundschule Seida einen bleibenden Eindruck und viele freuen sich schon aufs Nächste. Und freuen uns natürlich immer, wenn jemand sich dafür entscheidet, bei uns mitzumachen. Und ich möchte auch alle aufrufen, vor allen Dingen die Eltern, dass sie ihre Kinder in der Hinsicht auch unterstützen. Den Beitrag vom traditionellen Kinderfest der Grundschule Seida präsentierte Ihnen das Autohaus Seida.